Zeig mal deinen Shop bitte. Es gibt auch zwei neue Frisuren, stimmt. Zwei neue Frisuren gibt's auch. Die kosten aber auch ordentlich. Gemälde der Anfänge, nee. Meeresbrisen Tischdecke. Schiffswrackgemälde. Angeltipp. Nee, er hat das auch nicht. Wo kriege ich dann die neuen Tischdecken her? Okay, Seetang. So, schmeiße ich mir jetzt den Müll erstmal hier rein. So, bitteschön. Es gibt ja aber doch nur die zwei Händler. Nee, warte mal. Es gibt noch den illegalen Tierhändler, aber... Oh, vielleicht hat der Tavernentyp ja jetzt wieder neue Sachen. Bei dem war ich auch noch nicht. Stimmt. Bei dem war ich auch noch nicht. Gut, jetzt hat er eh zu, aber... Vergessen, die Tiere rauszulassen, ne? Fällt mir gerade noch so ein. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich mich schon um die Tiere gekümmert hatte. Mein kompletter Plan ist jetzt so... Mein Zeitplan ist durcheinander gekommen. Mit dem Update. Shit. Warte mal. Wenn die Hühner noch nicht gefüttert sind oder so, dann... Die Dings auch nicht. Ja, ich war noch nicht hier. Scheiße, hab die Tiere noch nicht rausgelassen. Vielleicht gehen sie noch eine Stunde raus oder so. Gucken wir mal. Hi. So. Jetzt könnt ihr rausgehen. Noch eine Stunde oder so. Beeilt euch. Zack, zack, zack. Hey, wo kommt die Milch jetzt her? Okay. Zack. Ich muss immer noch die ganzen Futtertröge nochmal erweitern. Okay, die können nochmal eine Stunde rausgehen. Und ich gehe jetzt nochmal hier gucken. Ich habe noch ein Bienenhaus. Das haben wir. Okay, schon zwei große sind fertig. Okay, da würde ich jetzt sogar bis morgen einfach warten. Ich kann ja schon mal Treibstoff neu reintun. Mist. Ach so, Mist, den habe ich hier unten. Das habe ich alles hier reingetan. Ich bräuchte auch... Also ein Stack kann ich eigentlich behalten. Ah, das brauche ich ja hier nicht. Ah, warte, okay, das brauche ich ja hier nicht. Stimmt, stimmt, stimmt. Wo habe ich das Holz jetzt hingeschmissen? Hier. So. Ich tue jetzt ganz kurz alles einsortieren. Getränke sind noch... Oh ja, warte, Getränke sind ein Problem. Ich sehe es gerade. Einmal das, einmal das. Einmal das. Okay. Ich mache mal irgendwas mit. Das hier können wir auffüllen. Nee, das ist mit was anderem drin. Shit. Okay, können wir doch nicht auffüllen. Mal das so rein. Und am nächsten Tag muss ich unbedingt erstmal gucken, was jetzt noch alles so da ist. So, Fischzeugs habe ich. Passendes Einlagern. Hier habe ich, glaube ich, nichts. Nee.
Aber hier. Und hier. Hier sollte ich nichts haben. Mhm. Hier. Genau. Okay, perfekt. Wie groß sind die Fenster? Ach, sehe ich jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht nach den Fenstern gucken. So, Melonen. Was mache ich denn jetzt erstmal hier? Met mit einem Schuss Melone. Könnte schmecken. Hier müsste ich halt auch neue Sachen machen, ne? Machen wir noch das Ananas-Zeug. Können auch Sake jetzt machen. Ach, da brauche ich wieder... Ja, okay. Für Sake brauche ich das andere Zeug. Das kann ich aber auch gleich noch machen. So. Was habe ich jetzt alles im Inventar? Wo hatte ich... Hier. Das kommt hier rein. Das kommt unten rein, das kommt unten rein, das kommt vorne rein. Das kommt hier rein. Ich muss mich dran halten, diese Ordnung aufrechtzuerhalten, sonst war's das. Ich kenne mich selber zu gut. Was sind jetzt die großen? Okay. Ich kann ja schon mal gucken, wo ich die setzen kann. Ich glaube, die brauchen selber auch einen Platz. Vor allem ist wichtig, wie viel die... Ich glaube, am besten teste ich das hier im Sommer. Weil da sehe ich auch direkt, wie viel die bewässern. Okay, hier die arbeiten alle. Das wird alles gemacht. Kann ich helfen? Alter, raus aus meinem Laden. Raus. Gib mir einen Besen auf den Kopf. Komm, beweg dich, beweg dich. Wo ist denn unser... Ach, der macht Pause. Rein da. Bin nicht so begeistert von ihm. Der macht sehr oft Pause. Ach, ich wollte noch unten auf die andere Seite gehen. Ja, da war auch noch was. Das habe ich jetzt vergessen. So, alle rein. Alle rein, alle rein, alle rein. Es wird dunkel. Und die Bäume hier, haben die irgendwas? Panüffe. Okay. Walnuss. Walnuss. Ich auch noch ein paar, glaube ich, irgendwo rumfliegen. Ich kann das dann hier gleich mal, warte mal, hier kann man es ja mal testen. Okay, das ist nicht verlängert, das ist nur so. Und, okay. Das Problem ist, hier haben wir den Stein, ne? Warte mal, das wäre so, so, so. Okay. Ich dachte, das wäre vielleicht verlängert dann, aber das ist bloß gerade mit mehr Volumen. Aber ich habe einen Screenshot gesehen, da ist das hier verlängert. Das Ding ist, dann würde ich die Beete in Zukunft, in den nächsten Jahreszeiten, nach dem Raster aufbauen. Wobei, käme ich dann besser, wenn ich es einfach von oben nach unten ziehe, was hier nicht mehr funktioniert, weil hier Dinger sind. Scheiße. Ja, oh Gott, ja. Mach zu. Alle raus, ich weiß, was gleich in Oden macht. Geht. Mir ist egal, wohin ihr geht, aber geht. Das passiert mir immer wieder, ne? Ich hätte den Kuckuck einbauen sollen. Ich hätte echt den Kuckuck kaufen sollen. Raus hier. Verschwindet. Ich gehe schon mal ins Bett. Ah, Hilfe. Bevor ich dich umkippe. So. Knappe Kiste. Sehr knappe Kiste. Okay.
Okay. Katze ist rausgekommen. Aus ihrer Falle. Okay, finde ich ganz nice. Gibt es hier eigentlich auch irgendwie was Neues? Das kommt auch wohl bald. Also in Zukunft. Wann genau, keine Ahnung. Hier gibt es Punkte. 5 Punkte. Jawohl. Okay, höchste Stufe. So, erstmal die Kosten senken hier. Kosten senken, Gewinne maximieren. Okay, das passt. Mehr geht nicht. Mehrere geht nicht. Ach ja, ich wollte das hier mal gucken. Warte mal. Oh, das ist recht groß. Ist das zu nah? Ah, jetzt geht's hier. Rot habt ihr nicht? Mal gelb. Gelb ist ein bisschen schön. Das gefällt mir. Das ist hübsch. Hätte ich hier gerne noch so ein Fenster, ne? Da hätte ich schon gerne noch ein zweites. Oh, nee, warte. Ja, perfekt, genau. Richtig schön. Ja, das finde ich schön. Schön hell. I like it. Ich brauch mehr Wandfläche irgendwie, ey. Das ist halt riesig. Oh, ich kann das so dahinter setzen. Okay, das ist okay. Das ist okay, damit kann ich leben. Kann ich? Moment. Okay. Cool. Das zählt halt alles hier dazu, ne? Zum Komfortwert der Taverne. Mehr hatte ich jetzt hier auch nicht, ne? Genau. Ich hau das noch weg. Taverne können wir aufmachen. Warte mal, was brauchte ich da geröstet? Nee, hell. Okay, normale Malz. Hier. Ach stimmt, geröstet geht bei Reis gar nicht. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich kümmere mich gleich erstmal noch, bevor ich jetzt hier hinten was mache, um die Tiere. Bären. Ja, Honig habe ich natürlich jetzt noch nicht. Das dauert bestimmt noch ein bisschen, bis ich den ersten Honig einkassieren kann. So. Ich habe keine Dingstrauben mehr. Ich habe halt nichts mehr hier wirklich gerade, ne? Das ist echt ein bisschen doof. Das kommt hier rein. Ein paar Köder habe ich auch noch. Okay. Ist hier was fertig geworden? Leider nicht. Okay, dann gucke ich erstmal, dass ich das hier mit irgendwo einsortiert bekomme.
Ah, guck mal, perfekt. Getränke kommen. Hier unten rein. So langsam, so langsam. Ich habe die extra alle ein bisschen eingefärbt, damit ich mir das besser merken kann, aber es funktioniert irgendwie nicht. Ach, ich habe ja auch noch den Garderobenständer. Ach, stimmt. Ach, shit. Ja, den habe ich jetzt nicht mit hingesetzt. Egal. Wie sieht's denn mit dem Essen aus? Ich habe jetzt lange nicht geguckt. Eieiei, okay. Okay, Hühnchen mit Kürbis. Hühnchen. Schwein. Kuh, Schaf. Zack. Okay. Ja, ich könnte da wieder ein bisschen was ansetzen eigentlich. So ein bisschen was können wir da schon ansetzen. Die Frage ist, in welche Richtung gehen wir? So, Spaghetti Bolognese. Schwein. So, das mit Schwein gibt's. Das hier oben schon wieder fertig? Nee, noch nicht, okay. Ach, das ist fertig. Der Obstbrand. Mit Ananas. Schmeiß ich mal noch in den Keller rein. So. Jetzt gucke ich mal, was die Sprinkler draußen sagen. Alle einsammeln und neue bauen. Bienchen sind am Rumfliegen. Aber ist noch nichts, ne? Hier ist noch nichts. Okay. Ist die Frage, wie lange dauert das, ne? Bis man da mal den ersten Schwung bekommt. Okay. Wir bräuchten wieder mal sowas hier. Oh, nicht genug Brennstoff. Moment. Oh, gib mir mal das. Brennstoff. Okay. Das wird gemacht. Mörtel. Also habe ich hier normalen Stein mehr. Die Bienchen fliegen hier schon überall rum. Es werden immer mehr, ne? Schön. Aber so Imkerei finde ich auch faszinierend. Einfach so mit Bienchen die ganze Zeit zu interagieren. Das ist auch schön. Kann wehtun, aber wenn du im Idealfall weißt du halt, was du tust. Extra Bonus Feuerholz. Okay. Gespannt. Extra Bonus Feuerholz. Also jetzt kriege ich 7 pro Stack raus. Ich werde mal einen Schwung normale gemacht. Ich bräuchte die dann nochmal. Okay. Lagerkohle. Brennstoffkosten im Arbeitsbereich minus 1. Es wäre cool, das hier oben zu benutzen, ne? Weil da brauche ich halt schon echt viel. Okay, ein bisschen Mörtel gemacht. Ah, ich habe ja noch Stein. Ich habe das nur da reingetan in die Kiste. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Mörtel machen. Da habe ich schon fast gar keinen mehr. Hier fliegen die Bienchen rum. Okay, das ist auch schon wieder fertig. Sehr schön. Didididididid.
Ja, da werde ich das in Zukunft mit dem hier halt so aufbauen. Da muss ich mir aber so Wege machen. Oder muss ich das anders aufbauen, ne? Da muss ich das ganz anders strukturieren, dass ich halt dazwischen hier dann, also, weil hier ist ja, ne, hier ist ja das zum Auffüllen. Das heißt, ich müsste mir dann so kleine Wege lassen, auf denen ich dann langlaufe, wo ich dann an die rankomme, einfach an die Sprinkler. Dass ich mir das richtig einfach mache, das dann zu bewässern. Oh, warte mal, hier oben ist, glaube ich, noch was fertig. Was ist denn das? Knoblauch? Guter Knoblauch. Knoblauch ist immer gut. Vergiss es, du machst keine Pause rein mit dir. Ich suche gleich mal nach neuen Angestellten hier. Ja, kenne ich nix. Was ist eigentlich das hier? Ruf mir nur bei Verschmutzung, okay. Weil er selber schmutzig macht, macht aber ruf mir nur bei Verschmutzung, okay. Ich verstehe. Die fand ich eigentlich ganz gut bis jetzt. Die kann eigentlich bleiben. Die ist gut. Die Kellnerin, ja, weiß ich nicht. Wo sind Chancen, das günstige Produkt anzubieten? Ja, gut. 5% ist nichts. Das finde ich jetzt nicht ganz so wilde, muss ich sagen. Die 5% ist jetzt. Ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Habe ich schon die Kühe rausgelassen? Natürlich nicht. Kein Wasser mehr, oder? Moment, ich will. Gehen wir mal wieder aus dem. Leute. Ich will nur kurz melken, wer gemolken werden kann. Gut, ihr könnt gehen. Alle raus mit euch. Eigentlich bräuchte ich nicht mehr jeden Tag hier. Aber wenn ich das halt nicht mehr. Das Problem ist, es ist zwar cool, dass das jetzt ich hier mehr Futter reintun kann. Nur ich gucke halt trotzdem jeden Tag, weil ich weiß, wenn ich das nicht mache, irgendwann vergesse ich die. Dann haben die alle nichts zu essen gekriegt. Oh, kein Wasser mehr. So, ja, zack. Stein mitnehmen. An den Bäumen hier ist noch nichts gewachsen, ne? Nee. Gar nicht. Ich sitze hier draußen. Wieso mache ich hier überhaupt einen Zaun, wenn du hier draußen sitzt? Wieso gebe ich mir die Mühe? Ist gar nicht gewachsen. Wo sind die jetzt jung eingepflanzt? Wobei, nee. Das wird schon. Ja, die sind alle schon gewachsen. Das passt schon alles so. Ich hänge meiner blöden Vogelscheuche fest. Ja, okay, dann muss ich dann ab irgendeinem Punkt hier nochmal umbasteln. Weil dann muss ich das so basteln, dass ich da auch nicht dagegen komme oder so. Dass das wirklich schön symmetrisch alles ist. Das wird schwierig. Das wird ein bisschen schwierig. So. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Kriege ich jetzt Achte? Los, ich kriege wirklich Achte. Moment. Wo habe ich den? Das habe ich hier gemacht, ne? Also, wenn das so ist, brauche ich davon noch ein paar mehr. Warte mal, ich brauche wieder von denen hier noch was. Okay. Und die brauche ich dann wieder. Okay, hier gibt es jetzt aber erstmal nichts mehr. Die Fässer sehen halt wieder anders aus, ne? Ich wünschte, die ganz großen hätten noch so Gardinen drin. Das wäre nice. Dann mache ich einfach wieder mit so Wegen, also mit so Steinplatten, so Wege.
definieren wir das so ein bisschen vor. Und dann links und rechts so Wege zum Reinlaufen oder so. Oder ich mache das dann wirklich bloß mit so kleinen Grasnarben. So hier eine kleine Grasnarbe, ne? So als Wege. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar am besten. Das Ding ist, ich habe übrigens auf dem Bild gesehen, dass es die Sprinkler noch in größer gibt. Also größere Fläche, abdeckend. Das heißt, ich werde früher oder später da sowieso nochmal neu umbasteln müssen. Okay, Katze, ich muss das Bett wegnehmen. Katze hängt da hinten fest am Bett. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte irgendwas gucken. Ach ja, ich wollte Alkohol nachfüllen. Ich wollte Alkohol nachfüllen. Na, mal gucken. Wird schon passen. Was haben wir hier? Nö. Reicht nicht. Nee. Das. Auswahl. Ein bisschen Auswahl. Okay. Tue mal das Zeug wieder rein. Ein bisschen Sake, ja. Sake würde ich auch gerne machen. Passendes Einlagern, bitte. Danke. Okay, mehr ist es schon gar nicht. Der Rest kommt hier hinten rein. Okay. Das Gras kommt mit hier rein. Das kommt unten rein. Da passt das auch schon. Okay. Hätte nicht gedacht, dass ich so schnell Traveler's Rest jetzt weiterspiele. Ich dachte, da kommt jetzt erstmal so eine kleine Pause. Ah, das war irgendwie nichts. Ich kann dich gerade nicht retten, leider. Sorry. Katzi, es tut mir echt leid. Nein, an die Arbeit. Nee, hat er gerne 281. Dann machst du Pause oder was? Komm wieder rein. Was gibt's denn hier eigentlich? Sake, Michura, Reisbällchen. Oh. Lecker, lecker. Ich hole mal noch Eisen von oben. Eisen, Eisen. Auf dem Rückweg tue ich dann die Kühe und alles rein. Dass die nicht hier endlos lange draußen sind. Pilze wachsen schön schnell nach. Sollte ich jetzt auch schon wieder Kupfer mit anfangen mitzunehmen? Das wäre schon besser, oder? Na gut. Dann nehme ich das Kupfer halt jetzt auch mit. Jetzt, wo es wirklich was gibt, wo man Kupfer auch für braucht. Es gab vorher, glaube ich, gar nichts, wofür man Kupfer braucht, ne? Es war das erste jetzt. Ich hoffe, es kommen auch bald neue Gebiete mal dazu. Das wäre auch cool. Und die Story könnte weitergehen. Die Story könnte wirklich weitergehen. Weil die war schon irgendwie interesting. So, Glühwürmchen. Hier unten war, glaube ich, bloß Kohle. Oh, da ist ein Pilz. Tropenpfifferling. Hier links ist, glaube ich, nichts. Maximal ein bisschen Kräuter und so Stuff. Aber erztechnisch ist da, glaube ich, nichts gewesen. Okay. So. Alle rein mit euch. Hier ist nichts gewachsen. Nee.
Sollte mal ein bisschen stutzen, das Ganze. Ne, die habe ich abgeholzt. Gut. Dann, wenn ich den Eingang hier belasse. Ich muss halt abmessen, wie das passt. Vielleicht muss ich den Eingang nochmal irgendwie versetzen, dann haut es meine Symmetrie nicht mehr hin. Naja, muss ich gucken. Geht das? Das geht halt wirklich. Oh mein Gott, wie gut ist das denn? Okay. Das deckt sich bis ins Unendliche. I like it. Das ist nice. Ja, Nägel müsste ich dann auch wieder mal machen. Ich habe halt nicht mehr viele langsam. Okay. Aber was kann ich noch hier oben? Das, den Mörtel mitnehmen. Den kann ich auch gleich hier mit reinschmeißen, den Mörtel. So. Und hier können wir nochmal ein paar Bretter machen. Warte mal. Extra wurde heute mal aus, willst du mich verarschen? Ich brauche mal kurz die Bretter. Ich weiß noch nicht, wo ich es hinsetzen soll, aber ich brauche die Bretter. Wenn das auch klappt, ne? Dann müsste ich ja dann von 7 auf 10 gehen. Vielleicht kann ich das hier hinsetzen dann oder so. Hier noch die Bretter hinmachen. Können wir auch hier daneben noch einen Stapel machen. Okay, das ist cool. Das ist wirklich cool. Oh, Alkohol sieht okay aus. Wobei, da ist einfach das alle gegangen. Was war der Tee, ne? Hier habe ich noch einen Fünfer. Kleiner Fünfer-Stack. Oh, bitteschön. Oh, Essen wird schon weniger. Die Pilzdinger gehen auch gut weg, ne? Hm, Fleisch geht aber auch gut weg. Zack. So. Sake. Würde ich gleich noch ein bisschen mehr machen mit Sake. Von Trauben den Saft. Dann müsste ich dann gleich wieder Wein machen können. So, erstmal Melone. Zack, zack, zack. Was habe ich jetzt alles im Inventar? Das kommt dahin, das kommt dahin. Und bei den Pilzen muss ich mal kurz gucken. Ah, okay, die Pilze waren hier mit. Hier bin ich durch. Nicht vergessen, das kommt nach unten. Ja, eigentlich passt das. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein und der Sake kommt nach unten.